Guten Tag, meine Damen und Herren. Jetzt sind wir beim wahrscheinlich letzten Video für heute angekommen, und zwar bei der Map Lunacy, die frisch hinzukam für Flying Scoutsman, was früher bei Source schon sehr viel Spaß gemacht hat, damals aber Scout Knives hieß, weil man halt noch Scout und Knife hatte. Die Map ist sehr übersichtlich, aber es handelt sich hier auch nur um einen Fun-Modus und darum muss man hier keinen Bombenspot und was weiß ich alles machen. Man ist in dieser Kuppel, in diesem Habitat drin. Kann man da drüben ausbrechen? Wahrscheinlich nicht, aber man kann rausgucken. Kann man hier von hier nach da drüben? Ich bin so begabt. Also man kann hier nicht raus, nehme ich an, nein. Wir schauen uns die Sache einfach mal von der Mitte aus an. So, hier drüben hat es dieses kleine Häuschen mit den Türmchen und mit diesem Getreidespeicher, der sogar eine Leiter hat, aber die ist doch bestimmt nicht nutzbar, oder? Braucht man doch nicht. Ja, sie ist nutzbar tatsächlich, wow. Nebendran ist dieser Berg aus Steinen, der, glaube ich, genauso wie der da drüben ist, oder? Es ist 1:1 eine Kopie, oder? Man kann hier auch durch. Das Teil ist genau gespiegelt, wie man hier sehen kann, ne? Ja, und hier drüben ist eben die Spiegelung von der anderen Seite. Das war's schon. Die Map ist sehr winzig, sehr klein. Man kann mit dem Auto nicht fahren. Unter diesem Stein gibt es dann auch nochmal einen kleinen Tunnel, durch den man kann. Aber so alles in allem war's das dann, glaube ich. In der Mitte ist halt eine Vertiefung drin. Ja, es ist, wie gesagt, für einen schnellen, kleinen Fun-Modus. Da macht man sich jetzt nicht die Mühe, halt eine riesen Map zu bauen. Ich habe Flying Scoutsman auch nur ganz am Anfang gespielt. Und werd's, denke ich, auch nur für die Sterne jetzt spielen, wenn dann hier mal eine Mission kommt, auf Lunacy irgendwie halt 30 Millionen Kills zu machen. Aber ja, trotzdem eine schöne Map. Also das war, glaube ich, noch gar nicht im Petto von CSGO. Also solche Space-Maps. Kann man hier auch hoch? Ja, nice. Soweit, so gut. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann jetzt bald im Livestream. Um 18 Uhr geht's ja los und da werden wir hier auf die Sterne grinden. Bis dann.